Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Geigenberg in der V2. Es geht weiter und ja, ich bin jetzt mal kurz hier runter zu unserem Kalkwerk gefahren. Jetzt bin ich hier kurz rechts rum. Irgendwie den Anhänger da rückwärts reinschieben. Wir hoffen, dass das passt. Dann sollte er uns ja ein bisschen Kalk ausspucken, wa? Ah, hau da den Kalk rein. Mach rein das Zeug. Sehr schön. Eigentlich auch mal wieder auffüllen, da die Produktion, denke ich mal, oder? Wie schaut das aus? Da ist keine Dings mehr drin, das können wir deaktivieren. Kalk ist keine, ist kein Wasser mehr drin. Gut. Zukaufen. Machen wir mal 10.000 Liter rein, wa? Da reichen wir erstmal. Vorübergehend wird es erstmal reichen. Und dann werden wir weitersehen. Ansonsten, wenn wir halt keinen Kalk mehr, wenn wir keine Steine mehr haben für den Kalk, können wir ja auch einfach uns von da unten Kalk holen. Also Kalkreserven haben wir definitiv einige. Also definitiv. Also wenn wir nichts haben, aber Kalk haben wir definitiv. Wie wir das von da unten nach da oben bekommen, das weiß ich noch nicht ganz. Also es wird wahrscheinlich nicht anders laufen wie mit Förderbändern. Da müssen wir dann halt gucken, dass wir ein paar Förderbänder aufstellen und gut ist. Ja. Ich mal wissen, wo es da hinten hingeht. Das ist doch eigentlich nur. Mal. Hier noch schönes. Wir machen mal hier eine Renngeschwindigkeit an. Das ist doch hier einfach nur noch. Einfach nur, dass es da ist wie so eine Höhle. Also hier wie so ein Grund. Hier drüben geht es noch hoch. Wo geht's hier hin? Man kann durch den Stein gucken. Und auf einmal das Ende. Dann kannst du hier auf den Kalk. Auf die Kalkgrube gucken. Na ja, gut. Alter, Alter. Das war ein Flug. Junge Leco Mio, Chacho. Wir sind nur 10 km und ich bin gerade wahrscheinlich 800 gerannt. So, dann können wir das wieder ausmachen. Ich wollte eigentlich mal gucken, ob das geht hier mit dem, dass wir uns hier ein paar Dinger. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie das funktionieren soll. Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Ob das überhaupt so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ja. Dann werden wir auf jeden Fall mal schauen, ob das funktioniert. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil das wird ja dann eigentlich nur als Randkurs benutzt und naja. Aber eigentlich, wenn ich den Kurs nehme, kann ich ihn ja eigentlich auch dann in dem Sinne benutzen. Sehen. Werden wir auf jeden Fall mal beobachten. Dann sollte er ja eigentlich nur dem Ganzen nachfahren und gut ist. Also. Hier fahren wir nämlich hier hinten lang und dann. Aber eigentlich müsste er dann den Punkten entlang fahren, wenn man es mal so nimmt. Ich meine, die Punkte, die haben ja schon was zu heißen. Das ist halt immer so die Sache, das funktioniert immer nicht alles richtig und dann, naja, hat man da mal so Probleme. Aber eigentlich sollte das vernünftig funktionieren. Ich hoffe es zumindest, dass es vernünftig funktioniert. Ansonsten weiß ich nicht, geht das nicht. Wie gesagt, eigentlich müsste man ja nur den Kurs dann hier in den Manager mit reinbringen und dann geht das ja eigentlich auch. So, jetzt machen wir mal hier langsam. Fahren wir hier vernünftig rum um die Kurve, nicht dass wir wieder zu schnell sind oder so. Müssen wir den mal benennen und dann könnten wir mal gucken, ob das funktioniert. Versuche ich das Ganze mal. Auch langsam. So. Hier ist Schluss, also machen wir hier zu Ende. Möchtest du diesen Benutzer den Randkurs als CP1 speichern? Ein. Ich hab den jetzt nicht gespeichert.
Ich wollte ihn doch nicht als CP1, sondern als... Oh. Jetzt hat er ihn wirklich nicht gespeichert. Ach, Digga, leck mich doch am Arsch. Ach, leck mir doch die Eier, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso funktioniert denn der Dreck nicht? Ich verstehe das nicht. Ach, Mann, oh. Ja gut, da muss ich halt beim nächsten Mal nochmal. Naja gut. Ist halt so, was willst du machen? Ihr braucht doch eigentlich gar nicht alles Kalk, oder? Nö. Eigentlich nicht, eigentlich brauchen wir nur die Streifen nochmal Kalk. Ein bisschen da die Ecke noch. So. Gut, hier die Kanten bräuchten noch. Ansonsten nichts mehr. Machen wir mal die Weite auf ganz gering. Dann fahren wir mal hier lang. So, ich muss ja sicherlich noch mal runter zu dem Feld, deswegen runter zu dem Dings, dann kann ich das ja gleich noch mal ausprobieren. Ob es funktioniert oder nicht, oder vielleicht doch nicht. Werden wir ja dann beobachten können. Ich werde das mal hier auf dem Weg, das ist erstmal ganz okay. Aber damit der Anhänger einfach noch mal voll ist, werden wir noch mal runterfahren. Genau. So, dann in Höhe von dem... den Unkrautzeug da. Da muss ich nochmal lang fahren und dann war's das auch schon. Das hier unten werde ich jetzt nicht nochmal machen. Das ist ja nicht mein Feld. Deswegen. So. Gut. Stoff. Mal in die Richtung da. Gut, hat er weggemacht. Sehr schön. Dann hier einfach nochmal lang und dann war es das auch schon. Dann war es das hiermit auch schon. Da vorne noch mal lang und dann ist der Anhänger auch schon wieder fast leer. So, genau hier das Eck noch mal lang, das müssen wir neu angelegt haben. So, machen wir einfach den Anhänger noch schnell leer. Und dann ist er leer. So. Gut, und jetzt werden wir noch mal ganz entspannt runterfahren und werden hier jetzt starten. So. Gut, dann fahren wir jetzt halt einfach noch mal runter und probieren mal ein bisschen was aus. Dauert jetzt ja auch nicht so lange, so Ewigkeiten. Aber trotzdem einfach mal zum Ausprobieren, ob das jetzt geht hier oder nicht. Ja, langsam wieder rum. Wir hoffen, dass er dann nicht in den Gegenverkehr fährt, das wäre doof.
Oh, das wird schon. Ich hoffe. Die Frage ist halt, ob ich dann auswählen kann, der soll jetzt da oder dahin fahren. Ob ich diesen in Anführungszeichen Randkurs überhaupt auswählen kann, ist halt dann die Frage. Das ist ja dann der nächste Punkt. Diesen Punkt überhaupt auswählen kann. Ey, die Spiegel, die sind völlig falsch eingestellt, Mann. Was ist denn das? Ja, es sieht aus. Du hast halt gar keine Übersicht, Mann. Du kannst weder nach hinten gucken noch sonst irgendwas. Eigentlich bringen dir die Spiegel einfach überhaupt gar nichts. Weil die einfach in die Luft gucken. Aber na gut. So. So einfach macht man das. Upsala. Ah, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Da gewesen, das ist ein bisschen jetzt. Gut, aber ist egal. Das wird schon. Läuft zwar ein bisschen unrund, aber mein Gott. So, hier hoch. Hier ganz entspannt hochfahren. Links rum und dann, naja, auch eigentlich schon da. Wenn wir jetzt nämlich anstatt geradeaus, werden wir gleich links abbiegen. Also hier gleich rein. Dann wird er hier stehen bleiben. So. Stopp. Ja. Gut. Der hat doch halt kaum noch Sprit, also eigentlich bräuchte der auch mal wieder Tankfüllung. Jetzt muss ich gucken. So, der ist da fertig. Da Gas geben. Und auf das andere Feld umschwenken. Die 27 umschwenken. So. Job erstellen. CP Feldarbeit. Dann bupp. Position bupp. Weich, Vorgewende, Bumm und da hast du Wegpunkt, gib ihm. Yippie, Skippy. So. Ist da auch noch was stehen geblieben da oben überhaupt? Nö. Stehen geblieben, gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt wollte ich ja am Hof gucken, ob ich dann dem einen jetzt sagen kann. So. Genau, dass ich dem einen jetzt sagen kann, also hier dem Deutz, dem jetzt sagen kann, fahr da runter über den Kurs. Kein Kurs, sondern den Kurs. Also hier den Eilfahrt, Silofahrt. Silofahrt ist halt auch. Warten auf Abfahrer im Silo. Parkposition. Das ist halt geil. Stoppen bei 99% Verdichtung. Fahrtrichtung in den Silo. Aha. Gummi, freie Fahrt. Position. Siloarbeit? Wie lange gibt es eine Siloarbeit? Wir gucken einfach mal. Dienstleistung auf Feld 48 ist abgeschlossen. Okay. Der Fritz gibt uns demnächst 5% Rabatt auf seine Felder. Das ist ja schön. So, wenn ich jetzt sage. Ich gehe jetzt hier rein, nehme einen Kurs. Kurse sind ja hier nicht drin. Verstehe ich zwar nicht. Kurs speichern, laden. Kurs Editor öffnen. Kurs laden aktivieren. Geht nicht. Bei diesem B1 Bums würde ich jetzt halt ganz gerne benutzen. Den kann man irgendwie nicht benutzen. Kurs zeichnen. Zeichne mit Rechtsklick. Nein. Ich will ja den verfolgen da den Kurs. Das ist vielleicht hier. Kurs laden. Kurs ändern. Löschen. Eintrag bewegen. Nee. Kurs laden. Aktivieren.
Es geht nicht. Ich verstehe nicht, warum. Aber damit werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr wisst, wie das geht. Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss und ciao.